Herr Professor Stark, Sie haben in Ihrem Vortrag hier am Front Professionnel Kongress die Frage aufgeworfen, Europa noch oder wieder im Krisenmodus. Wie lautet Ihre Antwort darauf? Die Antwort lautet, wir haben den Krisenmodus nie verlassen. Allerdings wurde durch den Krisenmodus, insbesondere von Seiten der Europäischen Zentralbank, die Illusion geweckt, dass wir die Krise hinter uns haben, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, und das ist sicherlich nicht der Fall. Also wir sind nach wie vor in dem Krisenmodus, und was die Krise selbst angeht, dürfte sie im Begriff sein, wieder zu eskalieren. Mit dem Ankauf von Staatsanleihen, den die EZB angekündigt hat, überschreitet die Zentralbank endgültig ihr Mandat, einen Umstand, den Sie schon vor langer Zeit kritisiert haben. Die Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative dazu ist, dass die Regierungen die Probleme wirklich angehen, die sie in ihrer Verantwortung angehen müssen. Die Europäische Zentralbank ist zwar eine mächtige Institution, aber sie hat einfach nicht die Mittel, um die Haushalte zu konsolidieren. Sie hat nicht die Mittel, um die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Volkswirtschaften wieder auf Vordermann zu bringen oder die Flexibilität der Arbeitsmärkte und Produktmärkte zu befördern. Nebenbei, ich halte dieses Instrument des Kaufs von Staatspapieren durchaus für ein legitimes Instrument in außergewöhnlichen Situationen. Aber wir sind nicht in einer solchen außergewöhnlichen Situation. Was ich in der Vergangenheit kritisiert habe, war die Selektivität der Nutzung dieses Instrumentes, dass es nur für bestimmte Länder zur Anwendung gebracht worden ist, um deren Refinanzierungskosten zu senken. Müssen jetzt in der neuen Situation auch nach dem Wahlausgang in Griechenland neue Bankenstresstests her, die man dann Grexit-Stresstest nennen würde, so wie das ZEW-Chef Professor Fust jüngst ausgedrückt hat? Nun, die Stresstests, die jetzt im November des vergangenen Jahres durchgeführt worden sind, haben ja nicht die Insolvenz eines Landes im Worst-Case-Szenario beinhaltet. Man wird sicherlich überlegen müssen, und jede Bank muss das für sich natürlich auch tun, welche Konsequenzen das hat. Aber der Punkt ist doch, dass der größte Teil der Verschuldung Griechenlands nicht mehr in der Hand der privaten Investoren liegt, nicht in der Hand der Banken, nicht in der Hand der Versicherungen, sondern beim öffentlichen Sektor. Das heißt, wenn es zu einem Kollaps Griechenlands kommen sollte oder zu einem Ausstieg Griechenlandes oder zu einem Konkurs, also zur Insolvenz, dann wären die Steuerzahler der anderen europäischen Länder in allererster Linie betroffen. Wie wahrscheinlich ist denn aus Ihrer Sicht ein Ausstieg Griechenlands aus dem Euro geworden nach diesem Wahlausgang, den wir jetzt am vergangenen Sonntag gesehen haben? Die entscheidende Frage ist, ob wir nach den Schocks der letzten Tage oder der letzten Stunden, ob es dann doch noch einen U-Turn der neuen Regierung unter Ministerpräsident Tsipras gibt. Das heißt, ein Hinzubewegen auf die europäischen Bedingungen, die europäischen Voraussetzungen für die weitere finanzielle Unterstützung. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als Griechenland zu sagen, so geht das nicht. Wir spielen in Europa nach bestimmten Regeln. Und der IWF muss auch sagen, wir spielen nach internationalen Regeln, die nun mal nicht griechischen Standards entsprechen. Zu Beginn der Eurokrise war ein massiver Anstieg der Inflation die große Befürchtung, die im Markt aufkam. Ein solches Szenario ist bisher nicht in Sicht. Im Gegenteil, zurzeit steht ein leichtes Minuszeichen vor der Inflationsrate. Müssen wir uns also eher auf eine Phase der Deflation einstellen? Wir sind in einer Phase, nicht nur in Europa, sondern in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die Ölimporteure sind, in einer Phase sehr niedriger Inflationsraten oder kurzfristig sogar negativer Inflationsraten. Das ist getrieben vom Ölpreis. Das ist der wesentliche Faktor, der die Inflation nach unten getrieben hat. Aber wir haben auch spezifische Faktoren im Eurogebiet. Der strukturelle Anpassungsprozess, der in einzelnen Ländern noch läuft, heißt, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, bedarf einer Anpassung der relativen Preise. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Inflation ist bisher nicht sichtbar. Aber man muss auch sehen, wir haben sehr, sehr, sehr schwaches wirtschaftliches Wachstum. Was erwartet man angesichts geringen Wachstumspotenzials und angesichts sehr magerer Wachstumsraten an Inflation? Wir brauchen Wachstum ohne jeden Zweifel, und Wachstum wird dann auch wieder zu einer etwas höheren Inflationsrate führen. Aber es wäre der falsche Weg, nun über eine höhere Inflationsrate höheres nominales Wachstum produzieren zu wollen. Das wäre nicht nachhaltig.
wenn man sich die Situation aus nach wie vor unbereinigten Bankbilanzen und einem immer noch ungenügend abgebauten Schuldenüberhang bei einer gleichzeitig ja an der Nullzinsgrenze operierenden Zentralbank anschaut, dann kann man doch nur zu dem Schluss kommen, dass die Geldpolitik mittlerweile ineffektiv geworden ist. Schreit das nicht geradezu nach institutionellen Reformen in Europa, nach einem echten Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion? Es ist richtig, was Sie sagen, in dieser Konstellation, in der wir uns in Europa befinden, unbereinigte Bankbilanzen, zu hoher Anteil nach wie vor an faulen Krediten in den Bankbilanzen, die aber jetzt auch erst zum ersten Mal völlig transparent gemacht worden sind durch den Stresstest, der im November letzten Jahres durchgeführt worden ist. Nach wie vor der Schuldenüberhang, darunter leidet die europäische Volkswirtschaft. Das sind die wesentlichen Gründe, warum wir nicht vorankommen und höheres wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Gleichzeitig startet die EZB nun mit ihrer mengenmäßigen Lockerung ein Programm, das diese Probleme weiterhin übertüncht. Es werden nicht die wirklichen Probleme angegangen. Es ist auf der einen Seite natürlich der politische Druck auf die EZB, dann aber auch die Signale, die die Europäische Zentralbank gegeben hat, dass sie noch mehr Munition hat und sie bereit ist, diese Munition einzusetzen. Aber das ist nur eine Beruhigungspille, das ist nicht die Lösung. Ein Umbau hin zu mehr Eingriffsrechten eines europäischen Finanzministers in Wirtschaftsreformen in den einzelnen Ländern oder in die Fiskalpolitik einzelner Länder, das ist dringend erforderlich. Aber das bedarf zunächst einmal eines politischen Willens, die europäische Integration in diese Richtung voranzubringen. Und ich sehe diesen politischen Willen nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Stark. Dankeschön.